Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns hier in Manugar. Wir haben hier gerade eine Quest zu führen, haben aber vorher noch ein Haus gefunden, das wir untersuchen sollen. Mal gucken, was wir da drin finden und vielleicht schaffen wir sogar noch ein Level in dieser Folge. Man weiß es nicht. Und ich wette, der Typ ist... Nee, was macht denn der Typ? Komische Ding auf jeden Fall. Gib mir dein Loot, Junge. Noch irgendwer hier? Finde ich gut. Ganz so schöne Munition, die ich gesammelt habe. Belmorg hat ex... Was? Wo findet er die Leute ständig? Ich laufe hier rum und finde ein einziges Mal in 6 Stunden irgendwie einen Spieler, der Stufe 8 ist. Und der läuft rum und findet irgendwie alle 2 Minuten jemanden. Also ganz komische Sache, du. Als wenn er extra welche jagen würde. So, was haben wir denn hier? Dr. Eddie Harrison, Forschungsaufzeichnung. Willkommen, Dr. Harrison. Was möchten Sie sich anschauen, Dr. Harrison? Beginne mit der Datensammlung für den Fox-Dolmetscher. Nicht vergessen, wichtig für die Datensammlung Injektor und ausreichend Munitionsvorrat mitnehmen. Ablauf. Vox-Dolmetscher-Holoband in das Aufzeichnungsgerät legen. Das Programm sollte automatisch gestartet werden und wartet danach auf den Empfang von Signalen der Pfeile. Das zu dolmetschende Tier markieren. Ich muss Daten von einer Reihe von Tieren sammeln, wenn ich sie vollkommen verstehen will. Datensammlung ungefähr 45 Sekunden lang durchführen und optimale Werte zu erhalten. Bei diesem vorbereiteten Test ist es egal, ob das Tier stirbt. Es sollte aber lang genug leben, damit ausreichend Daten gesammelt werden. Auf dem Holoband müsste genügend Platz für ungefähr 3 Begegnungen sein. Holoband zum Laborterminal zurückbringen und die Daten verarbeiten zu lassen. Danach kann der Vorgang wiederholt werden. Entwicklertagebuch. Hä? Zeichnen Sie hier Ihre Protokolle auf, Eddie. Gespräche. Es folgt die Dokumentation meines Versuches, mich mit mir selbst zu unterhalten, um Einsamkeit und Wahnsinn vorzubeugen, um eine Interaktion mit einem anderen Menschen zu simulieren. Werde ich mir selbst eine Nachricht schicken und sie später nach übermäßigen Alkoholkonsum lesen, dann werde ich antworten, soweit es in meinen Kräften steht. Die Diskrepanz zwischen meinem alkoholisierten und meinem nüchternen Ich dürfte zumindest für einige überraschende Ergebnisse sorgen. Okay. This is weird. Nachricht an Eddie. Lieber Eddie, los geht's, Versuch Nummer 1. Ich hoffe, du bist noch aufnahmefähig genug, um eine zusammenhängende Antwort zu formulieren. Gestern war, was wir früher einmal Valentinstag genannt haben. Nicht, dass der jemals wichtig gewesen wäre. Ich habe meine große Chance schon vor Jahren mit Elaine vertan. Hätte ich mich weniger auf meine Arbeit konzentrieren sollen? Hätte ich dann die Zeichen erkannt, bevor es zu spät gewesen wäre? Oh. Ich fühle mich so idiotisch, mir das alles selbst zu erzählen. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber was habe ich schon zu verlieren? Ich kann es ja wenigstens einmal versuchen, alle anderen Ideen sind mir ausgegangen. Dein Dr. Harrison. Nachricht von Eddie. Hab vergessen, wie sehr ich den Geschmack hasse. Ich merke noch keine Wirkung. Vielleicht muss ich einfach mehr trinken. Ich bin mal kurz weg. Okay, Flasche ist fast leer. Ich weiß nicht, was ich schon getrunken habe. Ich weiß nicht, was ich schon betrunken. Alles klar. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Du bist so dumm. Du denkst, das ist eine gute Idee? Okay, also. Ich habe jetzt deine ganze Flasche ausgetrunken. Wodka? Keine Ahnung. Wie geht's dir? Lass uns Wasser forschen. Genau, schau, ich bin Wissenschaftler. Du hast es mit Elaine versaut. Ah ja, und du, André, Mütter haben auch schöne Fische im Teich. Du kannst sowieso nicht mehr daran ändern,
das oben geht weiter. Du musst eh weiter forschen. Du bist intelligent. Du kriegst das hin, Dr. Ich. Oh, das hat mich getriggert. Dr. Ich. Hey, ich suche mir noch was zu trinken und geht's dann ins Bett. Halt durch, Kumpel. Dr. Ich. Finde ich gut. An Eddie. Lieber Eddie, ich habe deine Nachricht gestern früh gelesen, nachdem ich mich von meinem Rausch erholt habe. Ich glaube, Mörderkater ist der gängige Begriff dafür. So fühlt sich das also an. Ich bin immer noch unsicher, ob das Experiment eine gute Idee ist, aber du warst ungewöhnlich aufschlussreich. Daher werde ich wohl noch einen weiteren Versuch wagen. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll, aber letztes Mal hat es mir geholfen, über meine vergangenen Fehler zu sprechen. Also will ich es noch einmal wagen. Ich wünschte, ich wäre extrovertierter gewesen, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte. Ich hatte in dieser Stadt einfach keine Freunde. Die meisten waren allerdings auch etwas schlicht im Vergleich zu mir. Ich frage mich, was ich besser hätte machen können. Vielleicht hast du in deinem Stumpfsinn ja versehentlich die Weisheit zu bieten, nach der ich suche. Wir werden es wohl herausfinden. Dein nüchterner Dr. Harrison. Dr. Ich. Ah. Okay, hab genug getrunken. Gast vergessen zu schreiben. Hallo du. Ja, du. Ja, du bist ich. Okay, okay. Folgendes. So sieht's aus. Niemand hat dich gemocht. War ein Haufen Arschlöcher und du warst allen überlegen. Zu intelligent. Aber weißt du was? Ich weiß, dass du zu feige warst, mit anderen zu reden. Weißt du, wieso keiner dein Baby-Übersetzungsdingens testen wollte? Weißt du warum? Weil du in Schisser warst und niemand fragen wolltest, du Blödmann. Totale Verschwendung. Reiß dich zusammen, Dr. Warmk. Was? Dr. Warmk, hast du so viel gesoffen? Ich glaube, ich muss... Okay. Ich glaube, du hast dich gerade übergeben. Das ist echt schwer zu lesen, sein Ding. An Eddie. Eddie Harrison, du bist ein Genie. Zuerst einmal beende ich dieses Experiment. An sich würde ich ja sagen, dass Alkoholmissbrauch zu nichts Nutze ist. Aber er hat fantastische Ergebnisse erzielt. Ein Gerät, das ich entwickelt habe, um das unzusammenhängende Gebrabbel von Säuglingen zu übersetzen und Eltern in verständlichen Wörtern wiederzugeben. Ich glaube, ich könnte es so überarbeiten, dass es bei Tieren funktioniert. Es leben vielleicht nicht mehr viele Menschen, aber Tiere gibt es in Hülle und Fülle. Tatsächlich habe ich hier in letzter Zeit faszinierende Mutationen beobachten können. Ich werde nie wieder mit anderen Menschen interagieren müssen. Ich glaube nicht, dass Tiere intelligent genug sind, um mit dir zu interagieren. Verdammt, der Vox-Dolmetscher scheint wirklich zu funktionieren. Allerdings hat sich der Biss, den ich mir eingehandelt habe, offenbar entzündet und die Infektion breitet sich weiter aus. Wer hätte geahnt, dass mich einmal ein mutiertes, haarloses Eichhörnchen ins Grab bringen würde? Ich werde schneller schwächer, als mir lieb ist. Ich werde hier alles so zurücklassen, wie es ist, damit jemand anderes meine Arbeit fortführen und die Daten ins Programm eintragen kann. Vielleicht wird ja jemand aus meinen Aufzeichnungen schlau. Lassen Sie diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. Trauen Sie sich. Wenn ich aus dem Leben nach dem Krieg eines gelernt habe, dann, wie einsam die Welt doch sein kann, versuchen Sie nicht den Verstand zu verlieren, wenn Sie dies gefunden haben, während Sie sich dafür interessieren, was ich geschaffen habe. Verwenden Sie es, um weitere Daten zu sammeln und vielleicht taucht ja eines Tages die richtige Person auf, die meine Arbeit zu Ende bringen kann. Dann haben wir immerhin die Daten zur Verfügung gestellt, die dafür benötigt werden. Täglicher Redebedarf. Was ist eine tägliche Quest? Alles klar. Ist hier irgendwo ein Spieler in der Nähe? Ich habe hier Geballer gehört. Oh. Nimm den Vox-Injektor. Ja, wo ist der denn? Ah. Lade das Vox-Dolmetscher-Programm ins Pip-Boy ein. Alles. Ich bin hier schon völlig am Arsch. So. Willkommen, Dr. Harrison. Das Vox-Dolmetscher-Programm ist nun aktiv.
Warten Sie bitte auf die heutigen Datenzuweisungen. Gültige Vox-Dolmetscher-Bänke geladen. Achten Sie darauf, den Mindestübertragungsabstand zum Pfeil einzuhalten, während Sie die erforderliche Menge an Vox-Daten der jeweiligen Probe sammeln. Viel Glück. Ich will kein Eventgebiet betreten. Weiß noch nicht mal, wo ich bin, aber Hauptsache schießen, weißt du? Wir sind hier nicht in Call of Duty. Oder, da war ein Tresor. Habe ich ganz genau gesehen. Ja gut. Ja, komm. Okay, ein paar Sachen. Nicht wirklich krass, aber gut. Passion. Na gut. Wir sollen ein Opossum, ein... eine Kackbratze und ein Fuchs? Muss ich eine Kackbratze erfinden? Ach, da ist er doch. Ich denke mal, das wird mir gezeigt, oder? Opossum. Alter, das ist alles so weit voneinander entfernt. Sollen wir das machen? Das ist viel zu weit entfernt alles. Wobei. Na komm. Das kriegen wir hin. Das Bild, das ist so cool. Ich habe übrigens noch ein anderes Bild gemacht. Und zwar eins auf einem Hügel. Und wenn das kommt, dann zeige ich es euch. Ist auch cool. Jetzt nicht so cool wie der, aber Leute, der ist ja wohl der Hammer. Der ist der Hammer. Kakerlake auf der Toilette mit dem Hut und dem Stock. Und er hält auch noch den Hut so fest. Ist so cool. Ja, ich weiß, dass da irgendwo was nicht stimmt da hinten in der Ecke. Weil du, ich, wisst ihr was, ich mach's mal ganz kurz weg. Das stört mich schon seit Ewigkeiten, dass ich da irgendwo so ein Gekrissel habe. So. Gekrissel weg. Keine Ahnung, woran das liegt. So. Boah, ich hatte Glück, ich hätte abgeschossen werden können, Alter. Wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, das ist unser erstes Ziel. Die Kackbratze ist wahrscheinlich hier unten, ne? Ja. Aber da kommen wir auch easy hin. Alles kein Problem. Aber ich denke, das wird eine lustige Quest. Mit Tieren zu reden. Deswegen habe ich echt schon überlegt, sollen wir das jetzt machen? Weil es ist alles so weit weg voneinander. Aber wir machen es einfach mal. Ey, der Typ lebt immer noch. Wie kann den niemand töten? Oder warum versucht's keiner? Naja. So, wir sind aber auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Ich meine, mit 72 ist der jetzt nicht wirklich groß. Ich hab schon Härteres umgebracht. Auch wenn es seltsam war, dass er einen Headshot kassiert hat und überlebt hat. Aber keine Sorge, Freunde. Wir werden in Zukunft auf Rüstung gehen. Wir werden unsere 10mm natürlich verbessern. Nachdem wir auf Rüstung gegangen sind, können wir den Perk einschlagen, dass wir extra Resistenzen bekommen, wenn wir keine Power-Rüstung tragen, was uns auch nochmal stärker macht. Ich weiß, klar, logisch können wir dann Stefan vergessen. Aber vielleicht finden wir bis dahin eine bessere Waffe. Wobei, schwer. Schwer. Aber Stefan hat uns sehr, sehr lange... sehr, sehr lange begleitet. Hat auch sehr viel Schaden ausgeteilt. Hat uns auch ziemlich auf den Arsch gerettet. Wenn ich überlege, wo wir überall rumgelaufen sind, wo wir eigentlich noch nicht hätten rumlaufen sollen. Dass wir wirklich viele
Monster gekillt haben, obwohl wir eigentlich keine Chance gegen die hätten. Fuchs. Alles klar, Fuchsi? Kriegst du jetzt was mit dem Injektor? Ah. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Ich hab doch gar nichts getan. Ja gut, das ist das Erste, an was man denkt. Du kannst mich nicht töten. Ich bin zu schlau. Ja. Es war dumm, mich anzugreifen. Warum? Weil du jetzt wegläufst. Haha, ich bin sehr schlau. Finde ich auch gut. Lass mich in Ruhe. Verschwinde. Chill doch mal, Kleiner. Ich will doch mich mit dir nur unterhalten. Ich will nicht sterben. Perfekt. Ja, leg dich mal hin. Das macht mir Angst. Übertragung erfolgreich empfangen. Was auch immer du von mir wolltest, Kleiner. Du hast es verdient. Oh, was haben wir denn hier? Eine Spielerbasis. Ah. Oh. Alles klar, Gangster. Eine Kuh. Komm her, Mann. Hat Synchron-Cockies. Nehme ich. Sorry, aber pff. Du warst hier einfach. Hä? Verzieh dich, Junge. Ich bin da mal weg. Ach, scheiße, ich habe meine Rüstung gar nicht. Aber die steht immer noch da hinten, ne? Oh Gott, ich habe ihn jetzt getötet. Ich bin auf der Abschlussliste. Oh, ich bin jetzt wirklich Platz 2. Der kommt jetzt zu mir. Scheiße, ich brauche meine Rüstung wieder. Oh fuck, ich muss einfach laufen. Ich muss einfach laufen. Ja, gib mir meine Rüstung, ich muss schnell reisen. Scheiße, Mann. Ich muss die Sachen in Sicherheit bringen, die er mir gegeben hat. Nein. Der wird hundertprozentig jetzt hinter mir her sein. Aber 100 pro. Ach, da hängt er wieder. Guck mal. Hui. Dass der da rumgehangen hat in seiner Spielerbasis. Ich meine, der war Stufe 72. Ja, komm. Aber wieso habe ich den nicht gesehen? Wieso habe ich ihn nicht als lebendes Ziel gesehen? Ich habe nur die Kuh gesehen. Das ist seltsam. War es vielleicht falsch? Das war lustig. Oh. So plötzlich Spielerbasis zu sehen. Und dann springt er da raus. Ich wäre da niemals, ich hätte ihn niemals irgendwie angefasst, wenn ich gewusst hätte. Ja, dass der da ist. Ich wollte nur gucken, was da so Schönes abgeht. Wie seine Butze aussieht. Ich hätte jetzt nicht vor, irgendjemanden zu töten. Stimmt, und ich habe auch noch die Klapperhände. Ah, das wollte ich doch lösen. Hm, dumm gelaufen.
So, schön den Müll in Sicherheit bringen. Vielleicht sollte ich meine Hilfsmittel noch in Sicherheit bringen, ne? Habe ich irgendwas großartig viel? Oh, ich habe schon wieder 18 Stims. Nice. So, jetzt fühle ich mich wohl. Obwohl ich jetzt natürlich einen Kill habe. Ah, ja gut. Dann wollen wir mal dahin gehen. Aber wenn es nur 18 Kronkorken waren, die wir bekommen haben, ist okay, ist okay. Das war cool. Das war cool. Wieso hat er mich nicht gesehen? Ach, der hat bestimmt meine Rüstung gesehen und dachte sich, wo ist er hin? Weil ich hier natürlich einen Camouflage-Anzug trage, kann man mich nicht so gut sehen. Gut, mein Gesicht ist ziemlich auffällig, aber... Hey. Irgendwann werde ich es auch wieder ausziehen, wenn ich satt hab, wenn ich satt habe. Das war sau cool. Ah, solche Momente kann es ruhig öfters geben. So, wir müssen uns jetzt beeilen mit der Quest, ne? Dann würde ich sagen, machen wir ein paar Schnittis. So, dass ich das Ganze so zusammenschneide, damit wir nicht zu viel Zeit haben, ne? Ich habe das Gefühl, der kommt zu mir. So, was haben wir hier? Er tötet immer noch den Lolli. Was für ein Bastard ist das denn? Ein Opossum suchen wir hier. Wieso fehlt da eine Waffe? Was war da? Ach so. Oh. Okay, ist immer noch da hinten. Und ich sitze da und starr auf die Karte. Kryolator mit Leuchtvisier. Was ist mit meiner Waffe passiert? Ach, die Jetmaschine, da ist sie doch. Oh, alles gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mr. Ich töte einfach alle gleich zu mir kommt. Der tötet ja wirklich alle. Wieso kann den niemand aufhalten? Der hat schon wieder Lolli getötet. Was ist das für ein Arsch? Wenn ich schon stark genug wäre, würde ich da hingehen und dann würde ich ihn teabaggen. Aber ich glaube nicht, dass ich da schon die Macht dazu habe. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Vielleicht bekommt es Langeweile und lässt mich in Ruhe. der böse Mensch will mich töten. Aber woher will er wissen, dass ich Mensch bin? Angst. Das war irgendwie schon ein bisschen seltsam. Böse. Ja, ich zeig dir gleich, wie böse ich bin. Oh nein, das könnte schlecht sein. Heute nicht. Ich bin genau hinter dir, Junge. Ich gib dir eine. Nicht. Wenn wir fertig sind. Das könnte schlecht sein. Erfolgreich empfangen. Was hat der Typ für ein Problem? Der sammelt Kills. Na gut, als nächstes müssen wir da unten hin, ne? Da ist sie. Auch noch ein Tollwütiger. Gültiges Vox-Dolmetscher-Subjekt gefunden. Übertragung eingeleitet. Lauf nicht weg. Ich war nicht in der Stimmung zu spielen, aber jetzt bin ich es. Beweg dich nicht. Will dich fressen. Ich bin doch hier. Beweg mich nicht. Macht Spaß, mit dem Futter zu spielen. Hey, bleib endlich stehen, Futter.
Es wäre wahrscheinlich lustiger, wenn ich gerade laufen würde. Übertragung erfolgreich empfangen. Box-Dolmetscher-Speicher voll. Bitte Holoband zur Verarbeitung und Archivierung der Daten zum Terminal bringen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer guten Arbeit, Dr. Harrison. Dankeschön. Jetzt muss ich das ganze Zeug noch zurückbringen. Oh. War da nur eine Kackpratze? Ich glaube nicht, ne? Ja gut. Müssen wir hierhin zurückkehren. Was natürlich ein bisschen gewagt ist. Ich würde sagen, ich bringe erstmal meine Sachen weg. Und dann gehe ich da runter. Oh, eine legendäre Maulwurfsratte ist hier. Warte, meine 10 mm, meine 10 mm. Jetzt ganz schön was aus, Kleiner. Ein Kampfmesser. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Das ist gut. Aber Stufe 20. Da kriegen wir... Da kriegen wir kaum Schaden zusammen. Das lohnt sich nicht. Der lohnt sich nicht. Schade. Da wollte ich eigentlich nicht hin. So, und da wären wir auch schon wieder. Höchstwahrscheinlich. Achso, wir müssen den Injektor zurückbringen. Werden wir gleich ein Level abbekommen. Nee, ich wollte ihn eigentlich aus Favoriten rausnehmen, aber egal. So, zurückgebracht. Und jetzt? Eine kurze Zusammenfassung. Sie haben gesagt, ich wäre vielleicht verrückt. Ja, das haben wir doch schon gelesen, oder? Ach so, da. Bitte vor der Entnahme des Holobands warten, bis die Fox-Dolmetscher-Daten verarbeitet, analysiert und gespeichert wurden. Die Daten auf dem Holoband werden nach der Verarbeitung für die nächste Verwendung gelöscht. Ja, easy. Was bekommen wir jetzt dafür? Ein Stim, Red Away, Patronen, Maschinenpistole. Bin ich wirklich klasse? Wäre es eine 10 mm Pistole, aber wir können daraus keine Pistole machen, oder? Ich glaube nicht. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In einer neuen Woche. In einer frischen neuen Woche. Und mal gucken, was wir dann machen. Ah, nee, Moment. Erstmal Level Up. Erstmal Level Up. So. Das war hier, ne? Nee. Hier. Revolverheld, Profi-Revolverheld. Boom! Den packen wir doch direkt mal rein. Nochmal 10% mehr Schaden drauf. Junge, Junge, Junge. Somit macht unser der schleichende Tod 46 Schaden. Das hört sich immer mal wieder. Mal gucken, wie viel Schaden wir hinkriegen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.